herzlich willkommen zu Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Hillversity mit den Gastgebern Timo Janisch und Dr. Manuel Burzler. Hier erforschst du die faszinierende Welt der Epigenetik und wie sie unser Leben beeinflusst. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge zum Hillversity-Podcast Die Macht der Epigenetik. Ich freue mich riesig. Ich habe heute Ellie Schamberg hier, und zwar von Ellie Springs, Unternehmerin in der Gesundheitsbranche. Ich freue mich riesig, dass du der Einladung gefolgt bist, dass du heute hier bist. Ja, worüber werden wir sprechen? Wie kann ich mich gesund erhalten? Wie kann ich in meine Balance finden, in meine Selbstheilungskräfte? Und natürlich werden wir uns auch über die Epigenetik unterhalten. Genau. Zu Beginn würde mich interessieren, ein paar Worte zu dir. Was ist so vielleicht deine Geschichte? Wo kommst du her? Warum bist du heute hier? Ich freue mich erstmal riesig, hier zu sein, Timo. Vielen Dank für die Einladung und auch schön, dass ihr mit dabei seid. Natürlich haben wir wieder spannende Themen. Es geht um Longevity, Langlebigkeit. Wie können wir gesünder, länger leben? Was hat mich eigentlich zur Epigenetik-Ausbildung gebracht? Ich bin tatsächlich Quereinsteigerin und komme nicht aus dem medizinischen Bereich. Aber ich habe natürlich tatsächlich starke gesundheitliche Herausforderungen gehabt, die mich dann schon auch dazu gebracht haben, mich mehr mit dem Thema beschäftigen zu müssen. Es war wirklich ein harter Wake-up-Call, aber es hat auch so viele Türen und Chancen geöffnet, dass ich einfach mehr in meine Selbstbestimmung komme, in mein Wohlbefinden, mehr Energie zu haben und damit auch mehr Wirkung zu sein. Mhm. Und am Ende, Timo, ist es ja tatsächlich so, wir wollen alle Lebensqualität erhöhen, wir wollen alle ein gesundes, langes Leben. Und wenn wir noch hier und da ein bisschen optimieren können und unsere Lebenserwartung nach oben schrauben, dann umso besser, oder? Ja, das ist ja ein sehr, sehr vielschichtiges Thema. Das heißt, wir werden, denke ich, heute auch mal drüber sprechen, wie wir auch ganzheitlich an dieses Thema Langlebigkeit, Longevity gehen können. Du bist ja Expertin auch in dem Bereich. Jetzt würde mich mal interessieren, du hast schon ein bisschen was zu deiner Geschichte erzählt. Vielleicht nochmal so im Kontext, wie hat deine Geschichte dich zu dem gebracht, was du jetzt machst? Und was machst du jetzt aktuell? Tatsächlich ist es so, dass ich ganz lange im Teleshopping tätig war. Ich habe Fashion-Produkte, Beauty, Nutrition-Produkte vorgestellt, auch mit wirklich viel Leidenschaft. Hatte allerdings auch einen sehr stressigen Arbeitsalltag. Ich musste auch viel beruflich reisen, auch mal früh um 5 aufstehen, um dann zum Flieger oder zum Zug zu eilen, damit dann 9 Uhr irgendwo ich aufschlage, wenn ein Termin stattgefunden hat, und habe mich da auch sehr vernachlässigt. Also mein Stresslevel war recht hoch. Ich hatte mich allerdings auch schon dran gewöhnt, wie viele kennen's. Der Körper funktioniert, er ist aber einfach nur noch im Überlebensmodus. Mhm. Ja, er ist nicht mehr in der Lage, sich selbst zu regenerieren, ordentlich zu entgiften, die Leistung wirklich abzurufen. Ja, und irgendwann ging das los, dass ich Symptome bekommen habe wie chronische Erschöpfung. Ich hatte das Gefühl, ich werde schnell am Nachmittag, habe ich dann so ein Tief, komme nicht mehr richtig in meine Energie. Ich hatte Gewichtszunahme, ich hatte Haarausfall, auch schlechte Haut bekommen und habe mich damals testen lassen beim Allgemeinarzt. Blut war alles in Ordnung, hieß es, aber die Symptome hatte ich trotzdem. Gott sei Dank habe ich dann eine sehr, sehr liebevolle Mama, die zu mir gesagt hat, Ellie, du musst zum Endokrinologen. Du musst bitte deine Schilddrüse checken lassen und schauen, ob da alles in Ordnung ist. Und tatsächlich war das dann das erste Mal bei einer Schilddrüsenuntersuchung, dass ich gesagt bekommen habe, ich habe eine Unterfunktion. Und die hatte ich wahrscheinlich schon jahrelang, ohne das zu merken. Und das ist eben so ein Thema. Wir alle haben so unsere To-Dos am Tag. Weißt du, wir alle wollen natürlich irgendwie funktionieren, für jeden da sein, für unsere Familie im Job das Beste geben, für unseren Partner. Und wir spüren oft nicht und sehen nicht genau hin, was die Körpersignale uns sagen. Und die Wahrheit ist doch tatsächlich, unser Körper kommuniziert die ganze Zeit mit uns. Und die Frage ist nur, hören wir wirklich hin? Nehmen wir uns aktiv die Zeit, auch zu verstehen, was sind denn unsere Biomarker, auf was müssen wir achten? Und das ging dann bei mir tatsächlich da los. Ich habe dann also ganz typisch klassischerweise Medikamente bekommen, synthetische Hormone, L-Thyroxin, und habe das dann 2 Jahre genommen und irgendwann war es wieder in Ordnung. Ich habe mich erstmal gefreut, aber so ganz brav jeden Tag das eingenommen. Symptome blieben allerdings. Und dann hieß es einfach, Sie können das jetzt absetzen, ist alles in Ordnung, Ellie, Sie können jetzt wieder Vollgas geben. Okay, ich war erstmal auf so einem High, dachte mir, super, jetzt habe ich das auch endlich erledigt. Ja, die Quintessenz war, es hat nicht mal 5 Monate gedauert, bin ich in eine extreme Überfunktion gerast, aber wirklich volle Pulle. Ich hatte
Schweißausbrüche, wirklich am ganzen Körper. Es war im Winter bei minus 20 Grad. Im Ausland hatte ich TV-Sendungen und ich habe geschwitzt an Stellen, also wirklich am Unterarm, am Oberarm, wo ich noch nie geschwitzt habe in meinem Leben. Und hatte vor allem dann in der Sendung selber, in der On-Air-Live-Aufnahme, zittrige Hände. Und ich war nicht nervös. Ich konnte einfach dieses Zittern nicht abstellen. Ich hatte dann einen extremen Gewichtsverlust, was mich erstmal gefreut hat. Ich dachte mir, hey, cool. Und habe gar nicht gemerkt, dass ich in einer vollen Überfunktion bin. Und die ist tatsächlich noch gefährlicher für den Körper, weil es halt sehr aufs Herz-Kreislauf-System geht und weil es für den Körper auch extrem anstrengend ist, von einer Unterversorgung an Hormonen in eine Überversorgung zu geraten. Auf jeden Fall ist es dann so weit gekommen, dass mein Bruder, der Rettungssanitäter ist, gesagt hat, Elli, warum bist du so fahrig, so nervös, was ist mit dir los? Und ich so, nix, mir ist eigentlich alles cool, ein bisschen, ja, irgendwie hormonell, irgendwie schwitze die ganze Zeit, aber sonst. Ja, und er hat dann meinen Puls geprüft und hat gesagt, du musst unbedingt sofort zum Arzt. Und tatsächlich war es dann so, er hat dann so einen Druck reingegeben, weil er mich natürlich auch klar lieb hat, man macht sich auch Sorgen. Und dann wurde festgestellt, Überfunktion, ich wurde wieder medikamentös behandelt, mein ganzer Stoffwechsel wurde lahmgelegt mit Thiamazol, genau. Also das komplette Gegenteil. Und es ging dann so weit, dass man festgestellt hat, ich bin in eine Autoimmunerkrankung reingerutscht, Morbus Basedow. Ein ganz bestimmter Teil der Überfunktion der Schilddrüse. Und dann hieß es, Frau Schamberg, Sie müssen sich einstellen, ihr Leben lang jetzt diese Hormone, diese synthetischen zu nehmen. Und wenn das nach 5, 6 Monaten nicht greift, müssen wir darüber nachdenken, die Schilddrüse zu bestrahlen, damit einfach die Überaktivität abgebaut wird. Sprich, es muss Gewebe entfernt werden bis hin zur Organentnahme. Und erstmal habe ich gedacht, okay, ich ziehe das durch, ich habe wirklich die Medikamente immer genommen. Und dann kam dieser Tag X und ich werde es nie vergessen, dann hat mir einfach die Ärztin tatsächlich die Unterlagen für die Organentnahme hingelegt. Also so eine Infobroschüre. Und ich kann es gar nicht beschreiben, wie krass sich das anfühlt, wenn man auf einmal weiß, okay, das ist jetzt hier wirklich 5 vor 12 oder schon 5 nach 12. Und ich habe mich so ohnmächtig in dem Moment gefühlt. Ich habe so eine Angst auch bekommen, habe dann natürlich auch geweint und war so hilflos in dem Moment und habe mich gefragt, verdammt nochmal, die Schilddrüse ist unser wichtigstes Organ mit im Körper, was die Stoffwechselprozesse anbelangt, die hormonellen Prozesse. Und wenn die fehlt, wie soll denn das funktionieren? Und ich habe 3 Tage tatsächlich gebraucht, um mich wieder zu fangen. Mir ging es echt da nicht gut. Und habe dann das Commitment und diese bewusste Entscheidung getroffen, es muss noch einen anderen Weg geben. Dann muss ich einfach noch mehr Hebel in Bewegung setzen und rausfinden, was ich hier tun kann. Und so war es dann auch. Ich habe mich dann erkundigt, habe mir YouTube-Videos angeschaut, Dr. Sinclair, Huberman Lab, die ganzen Epigenetik-Experten, Heilpraktiker und so weiter. Habe dann meine Ernährung umgestellt, habe Intervallfasten angefangen, damit sich mein Körper auch erstmal wieder regenerieren kann, dass erstmal Zeit findet, sich zu reparieren. Habe umgestellt auf antientzündliche basische Ernährung. Alles so Step by Step, ja nicht über Nacht, aber so in dem Zeitraum von 2, 3 Monaten. Habe Kuhmilchprodukte komplett gestrichen, Kaffee am Morgen komplett weg, mit grünem Tee ersetzt. Und so Step by Step tatsächlich dafür gesorgt, dass meine Werte besser wurden. Und ich bin damals zu meiner Ärztin und habe gesagt, ich verstehe, dass Sie jetzt diese OP vorschlagen, aber ich möchte bitte, dass Sie mir nochmal 5, 6 Monate Zeit geben und wir alles dran setzen, dass ich wieder in Ordnung komme. Mhm. Weil wenn ich doch schon auf die Welt gekommen bin mit einer intakten Schilddrüse, dann kann ich doch auch jede Disbalance, jedes Ungleichgewicht wieder transformieren. Ja, das muss doch irgendwie gehen. Das war das Einzige, was ich irgendwie zu dem Zeitpunkt wusste und ich habe es dann echt auch gemacht und es fiel mir nicht einfach, das alles umzustellen, aber es hat sich gelohnt, weil tatsächlich nach 6 Monaten waren meine Werte tipptopp. Und die sind seitdem so geblieben. Spannend, ja. Ja. Das heißt, du bist im Prinzip geheilt? Ich habe keine Entzündungswerte mehr. Und wow. Mir wurde immer gesagt, Autoimmunerkrankung, das kannst du nicht reparieren, das kannst du nicht heilen. Mhm. Und dann sage ich mir, gut, aber wenn ich keine Entzündungswerte mehr habe und mein Blut tipptopp ist, dann was ist es denn dann? Ja. Also ich sage immer, ich bin wieder im Balance, meine Schilddrüse ist
in Ordnung. Ich trage auch deswegen immer eine Schmetterlingskette, weil mich das einfach an mein Schmetterlingsorgan erinnern soll, dass man wirklich ganz bewusst mit sich umgeht und dass unser Körper wirklich zu Großartigem in der Lage ist. Und wir können uns selber heilen. Unser Körper strebt nach Heilung. Das Einzige ist, Timo, wir müssen verstehen, wir können nicht im selben Umfeld heilen, was uns vorher krank gemacht hat. Das ist einfach so. Da werden wir auf jeden Fall auch nochmal zurückkommen in der weiteren Folge. Du hast jetzt mehrere Punkte angesprochen. Ich meine, die ganze Geschichte ist sehr inspirierend, aber natürlich auch berührend. Du hast ein Thema angesprochen, was natürlich in der Gesellschaft grundsätzlich ein Thema ist, ist Stress. Das heißt, durch dieser kontinuierliche Stress, dem wir ausgesetzt sind, wir haben uns Systeme gebaut, die uns kontinuierlich und kollektiv stressen, uns Menschen. Mhm. Und dann kommen eben Reaktionen wie Autoimmun, wo der Körper sich gegen uns richtet. Dann ist der nächste Schritt, wir gehen zum Arzt und kriegen eben gesagt, es ist praktisch, wir können jetzt die Symptome hier behandeln, ein Leben lang, aber es ist im Prinzip, wir müssen jetzt damit zurechtkommen, ja, wir müssen so gut es geht die Symptome unterdrücken, aber es wird nicht mehr. Und dann dieser Punkt sozusagen wirklich zu sagen, okay, ich nehme die Eigenverantwortung in die Hand für meine Selbstheilung, ich informiere mich eigenverantwortlich, ich überschaue, was bedeutet eigentlich der Heilungsprozess, also wie bin ich krank geworden und was macht mich gesund? Das ist ja genau diese Reise, die wir brauchen. Und dann auch in die Eigenermächtigung zu gehen und sich nicht abhängig zu machen von Ärzten oder sage ich mal Menschen im Externen und sagen, diese Person ist dafür verantwortlich, mich gesund zu machen. Das ist ein Riesenholzweg, den, glaube ich, viele tatsächlich immer wieder mit konfrontiert sind und in die Ohnmacht kommen. Mhm. Und das fand ich sehr inspirierend jetzt an deiner Geschichte, dass du gesagt hast, hey, du hast es selbst in die Hand genommen. Und es zeigt im Prinzip, dass Heilung immer was auch mit Eigenverantwortung, Eigenermächtigung zu tun hat und vor allem eben auch mit Bewusstsein über die Umgebung, von der hast du gesprochen, so über auch eigenen Lebensstil und hin dann eben zur Veränderung. Und was ich jetzt mal so ganz spannend fände, so eine Frage, du bist dann eben in die Selbstheilung gekommen und jetzt bist du gesund, deine Werte sind immer noch... Ich bin gesund. Wo würdest du sagen, waren so die Lebensbereiche und was hast du in diesen Lebensbereichen verändert, die dann dazu geführt haben, dass du gesund wurdest und auch gesund geblieben bist? Es ist tatsächlich wirklich ein spannender Prozess, wie du sagst, eine Transformation. Es ist eine Reise, die wirklich mit deinem eigenen Commitment beginnt, mit der aktiven Entscheidung, nicht in diese Situation, die dich irgendwie nicht glücklich macht oder einschränkt, rauszugehen, was zu verändern. Und wir sind Starkwirkung, wir sind Energiemenschen, Energiewesen und wir können Dinge drehen. Und was bei mir sehr spannend war, es hat sich dann sehr viel verändert in meinem Leben. Ich habe dann auch geschaut in meinem Umfeld, welche Qualität haben eigentlich meine zwischenmenschlichen Beziehungen auch? Ja? Habe ich gesunde Beziehungen zu Menschen? Wer tut mir gut, wer tut mir nicht gut? Wo setze ich die Grenzen? Und dann habe ich wirklich Schritt für Schritt alles aufgeräumt. Und das ist sowas, dieser ganzheitliche Ansatz, den finde ich so spannend, gerade auch in der Epigenetik und auch in eurer Ausbildung, weil das ist für mich tatsächlich der beste Weg, um ganzheitlich und nachhaltig was zu verändern. Ja, wir können nicht irgendwie, wenn wir kurzfristig etwas machen, das hilft nicht, sondern wir müssen das integrieren, dass es wie eine Art Routine wird, eine Art Selbstliebe-Routine, dass wir sagen, was tut uns gut, wie fühlen wir uns, dass wir auch wieder in unsere eigene innere Essenz kommen, unsere Kraft, uns zu spüren. Und ja, wir sind verdammt viel abgelenkt. Wir sind durch Social Media abgelenkt, wir sind durch unsere To-Dos abgelenkt, wir müssen Rechnungen zahlen, wir müssen performen und dies und das. Aber am Ende des Tages können wir nur dann was verändern, wenn wir auch hinsehen und uns auch das Wissen ranholen. Und das war für mich wirklich die Riesenchance, als ich dann die Epigenetik-Ausbildung entdeckt habe bei euch und ich wusste einfach, das ist es, das will ich können, ich will verstehen, wie mein Körper funktioniert, ich will die Körpersignale verstehen, ich will die Zusammenhänge im Körper verstehen, welche Vitamine und Mineralstoffe brauche ich, Nutri-Epigenetik, super spannendes Thema, es ist wirklich lebensverändernd und genauso auch Mitochondrien, unsere Zellkraftwerke. Wie können wir dafür sorgen, dass die gesund bleiben oder gesund werden? Wie können wir unser Energielevel erhöhen? Aber auch sowas wie Persönlichkeitsentwicklung. Wie können wir mit Stress umgehen? Stressmanagement, super entscheidend. Denn was immer viele noch nicht wissen, durch Stress haben wir das Problem, dass Cortisol ständig in unserem Körper ist. Dadurch schlafen wir schlechter. Dadurch sind wir wieder in diesem Überlebensmodus. Unser Körper kann nicht richtig reparieren und entgiften. Und wir müssen tatsächlich anfangen, diese Zusammenhänge zu verstehen. Dazu muss man kein Mediziner sein. Ja, ich bin auch Quereinsteiger tatsächlich. Aber
Unterschätzt nicht die Kraft des Interesses und der gesunden Neugier, was Neues zu lernen, sich weiterzuentwickeln. Ja, wir sind ja keine Bäume, die an einem Ort bleiben müssen. Wir können uns bewegen, wir können uns verändern. Und als ich dann diese Ausbildung bei euch angefangen habe, die natürlich am Anfang auch sehr tief in die Biochemie, Genetik, sehr medizinisch auch, dachte ich mir erst, oh Gott, schaffe ich das alles? Elli, ist dein Gehirn groß genug, um das alles zu packen? Und ja, kann man, es geht, es funktioniert. Und ich fand das auch so inspirierend, wie ihr das macht. Ihr habt ja diese Videos, die Module sehr gut strukturiert. Man kann sich die Videos immer wieder anschauen. Ich habe lebenslang Access, richtig? Ich kann immer wieder, dann habt ihr noch ein tolles Skript. Und dann haben wir auch noch diese Fragerunden immer einmal die Woche gehabt, wo wir nochmal bewusst nachhaken konnten. Und für mich ist es so, es hat so viel eröffnet, allein der Vitamin-D-Kreislauf. Timo, über 60% der Bevölkerung haben einen Vitamin-D-Mangel und sie wissen es nicht. Sie besonders nicht. Hier im Westen oder praktisch hier in oder den nördlicheren Gefilden. Absolut. Mhm. Ja, und woran liegt das? Klar, weil die Sonnenexposition ist nicht mehr so gegeben. Wir sind viel in geschlossenen Räumen mittlerweile. Ja, viele arbeiten vom Homeoffice aus. Die einzige Lichtquelle, die die sehen, ist ihr Laptop. Ja. Und das Thema ist auch hier, es sind manchmal so einfache Dinge, die wir verändern können mit großer Wirkung. Mhm. Ja? Und das finde ich so cool. Es ist nicht irgendwas, was ein Jahr dauert, sondern lass einmal deine Mikronährstoffe ordentlich checken. Mach einmal einen DNA-Health-Test, um einmal zu wissen, wo stehst du? Welche Veranlagung hast du? Welche Unverträglichkeiten? Hast du vielleicht Glutenunverträglichkeit oder eine Schimmelbelastung? Hast du irgendwelche Autoimmunveranlagungen, weil du auch vielleicht schlecht entgiftest, etc.? Aber das ermöglicht dir, in die Selbstoptimierung zu kommen. Und ich weiß nicht, also für mich ist es einfach ein cooles Gefühl, wenn ich zum Arzt gehe. Ich gehe immer zum Check-up bei meiner Endokrinologin. Sie fragt mich jedes Mal, wie ich es gemacht habe. Und die sagt mir dann alles picobello. Ja? Mhm. Dann weiß ich einfach, okay, du bist da safe. Mhm. Genau, du hast ja im Prinzip schon die Epigenetik jetzt auch in den Mund genommen und wir haben auch immer wieder Zuschauer, die praktisch neu dazustoßen. Mhm. Und deshalb glaube ich, wäre es mal ganz wichtig, auch nochmal in ein paar Sätzen zu erklären, was ist für dich die Epigenetik, also vielleicht auch mal so auf der wissenschaftlichen Basis. Und damit würde ich mal beginnen, so mit der Frage, was ist die Epigenetik? Eine spannende Frage. Du weißt es manchmal, also gar nicht mit einem Satz zu erklären, aber ich versuche es. Mhm. Es ist für mich die Veränderung der Genexpression, die aber nicht auf die Veränderung der DNA-Sequenz zurückzuführen sind. Also sprich, wir haben die Fähigkeit, unsere Gene aktiv zu beeinflussen. Mhm. Und warum ist das so wichtig? Weil wir durch die Lebensweise, durch das, was wir zu uns nehmen, durch die Qualität des Wassers, was wir trinken, Mikronährstoffversorgung und natürlich auch bewegen wir uns genug, führen wir gesunde Beziehungen in unserem Leben, können wir aktiv unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden beeinflussen. Und es ist eben nicht so, wie es immer früher hieß, die DNA ist eben festgelegt, da sind halt die ganzen Erbinformationen drin und wir sind Opfer unserer Gene. Ja, sprich, du hast keine Chance, wenn du halt diese Veranlagung hast, dann hast du auf Deutsch gesagt Pech gehabt. Aber die Epigenetik zeigt uns, dass wir nicht Opfer unserer Gene sind, sondern wir entscheiden mit unserer Lebensweise ganz aktiv, wie wir uns fühlen, wie wir denken, wie gut es uns geht, wie viel Energie wir haben. Und ich finde, das gibt uns so eine wahnsinnige Freiheit, so eine wahnsinnige Chance zu sagen, alles klar, ich habe vielleicht die Veranlagung. Ja, wie bei mir jetzt mit der Schilddrüse. Vielleicht habe ich die Veranlagung zu Autoimmun Morbus Basedow. Aber solange ich weiß, wie ich meinen Körper stärken kann, dass er das Thema im Griff hat, geht's mir gut. Mhm. Ja. Ja, schön. Jetzt waren wir gerade schon wieder beim Thema Lebensstil. Mhm. Wenn du dich so an die Ausbildung, also bist du durch deine Selbstheilungsreise gegangen, dann bist du auf die Epigenetik-Coach-Ausbildung gestoßen. Wenn du dich mal so zurückerinnerst, was waren denn vielleicht so ein oder auch zwei, drei Module, die dich besonders gepackt haben, wo du sagst so, boah, Da bin ich dann auch nochmal wirklich so in die Vertiefung gegangen, weil es hat mich interessiert, wie ich darüber auch Einfluss nehmen kann, wie die Gene reguliert werden in meinem Körper. Tatsächlich fand ich alles spannend. Es gab Module, wo man einfach nochmal tiefer eintauchen muss, um das auch erstmal zu verstehen. Aber ich fand sehr, sehr spannend Nutri-Epigenetik auf jeden Fall, weil diese Optimierung an Mikronährstoffen, Vitaminen, Mineralstoffen, aber auch Aminosäuren, zu verstehen, was brauchen wir für was, wie können wir uns da schnell behelfen, aber auch genauso Vitamin-D-Kreislauf fand ich super spannend. Methylkreislauf hat mir auch sehr, sehr gefallen.
das zu verstehen, was da eigentlich im Körper passiert. Und ja, auch Entgiftung. Ich könnte dir jetzt so viel nennen. Ich fand auch den Teil mit der Meditation zum Beispiel sehr gut. Also gab's die ganzen... Gab es was, wo du sagst, so, boah, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, das war wirklich ein neues Gebiet für mich? Ja, Zukunftsvisualisierung kannte ich jetzt von den Collagen, aber was das wirklich alles so beinhaltet, dass wir aktiv unsere Glaubensmuster, unsere falschen Glaubensmuster auflösen können, dass wir uns selbst bestärken können, indem wir mit Affirmationen arbeiten, also mit so Kraftsätzen, die uns ein bisschen auch eine Art reprogrammieren. Trauma Coaching fand ich sehr interessant. Ich fand auch sehr interessant EFT-Technik. Also sehr einfache Methoden, aber wirkungsvoll, wo wir aus der Opferrolle rauskommen und aktiv an unseren Blockern arbeiten können. Und weißt du, das haben wir noch gar nicht so besprochen, aber für mich ist auch so, Timo, ich habe ja dann auch meine Marke gegründet mit meinem Bruder, eine Beauty- und Health-Marke im holistischen Ansatz, Alice Springs. Und das ist auch eine Art Transformationsprozess. Man lernt gefühlt die ganze Zeit was Neues. Man kommt an seine Grenzen. Man muss sich neuen Herausforderungen stellen. Und da werden natürlich die ganze Zeit diese Blocker getriggert. Ja, die ganze Zeit diese Negativerfahrungen, die man vielleicht irgendwann gemacht hat. Und wenn man da nicht anfängt zu verstehen, was können wir tun, um da rauszukommen, um aus dem Negativ-Gedankenkarussell rauszukommen, damit wir wieder Wirkung sind, damit wir was bewegen, dann, ja, also das fand ich auch sehr, sehr gut. Meditation, die ganze Herzatmung, dass unser Herz mit dem Gehirn verbunden ist. Also da waren so viele spannende Themen. Das ja, schön. Ja, ist auch interessant, was du ansprichst, weil du sagst, so, ja, auch so in der, du kommst ja so in deine eigene Wirksamkeit, du willst was bewegen da draußen. Jetzt eben im Gesundheitsbereich. Und es ist spannend, dass du eben sagst, ja genau, dann kommen auch nochmal so ganz, ganz viele Themen hoch. Da kommen richtig viele Themen hoch. Ich kenne nämlich... Die, wo man gar nicht dachte, dass man die hat, aber ja. Ja, und das kenne ich auch sehr gut. Also auch Manuel und ich Hillversity gegründet haben, das war ja vor 4 Jahren. Bis dato kommen immer wieder Momente, wo auch in uns auf einmal Ängste getriggert werden. Ja, wenn wir vielleicht rausgehen und noch mehr sichtbar werden, auf einmal merken wir, okay, oder vielleicht das Unternehmen noch weiter wächst. Ja. Und gleichzeitig ist natürlich dieser Drive, diese Vision da rauszubringen und wirklich was zu verändern im Gesundheitsbereich. Und den spüre ich ja bei dir auch, aufgrund auch wahrscheinlich deiner Geschichte, denke ich mal. Absolut. Und gleichzeitig ist es aber auch wieder so ein eigener Persönlichkeitsentwicklungsprozess, sozusagen so da rauszugehen, sich zu zeigen, was zu verändern. Und da werden natürlich auch, es hat auch immer auch ein bisschen was mit Stress zu tun, wenn man sich dann zeigt. Und dann können natürlich auch wieder alte Themen getriggert werden, Blockaden. Ja. Und das finde ich interessant, was du sagst, weil ich glaube, das geht vielen da draußen, die wirklich sagen, sie wollen was verändern. Und auch viele unserer Zuschauer jetzt sind ja auch häufig in dem Bereich unterwegs, entweder für sich selbst oder auch für Klienten. Und ich glaube, da stehen wir als Community oder als Netzwerk, gerade in diesem Gesundheitsbereich, an ähnlichen Punkten immer wieder, dass auch dieses Verständnis da ist. Und Alice Springs, was ist denn so dein Warum? Ja, tatsächlich ist mein Warum, dass wir mit Alice Springs, steht ja für Quelle an Inspiration, Quelle an Wissen, Quelle an Lebensqualität und Freude, dass wir wieder die Menschen bestärken und befähigen, ihre Lebensqualität zu erhöhen oder sich auch wieder zurückzuholen, je nachdem, wo die stehen. Und für mich ist es einfach wichtig, weil ich immer sage, wir müssen diese innere Kraft in uns fördern, diese innere Schönheit auch. Und ich meine, was ist am Ende Schönheit? Schönheit ist für mich, wenn jemand angekommen ist bei sich selbst, wenn er in seiner vollen Energie ist und damit auch blühen kann, Wirkung sein kann und für seine Mitmenschen voll da sein kann, für sich selbst. Und deswegen war es für uns auch so, dass wir gesagt haben, wir möchten Premium-Produkte, die wirklich von Experten auch hergestellt wird, von Apothekern, Ärzten, einmal für die Nutrition, also Mikronährstoffkombinationen, die komplett vegan sind, mit dem neuesten Wissen aus der Epigenetik und Langlebigkeitsforschung, der Longevity. Da gibt's ja auch immer schöne Empfehlungen, ja, welche Naturstoffe für was hilfreich sind. Da gibt's ja auch immer tolle Studien mittlerweile. Und das wollen wir weiter auf jeden Fall fördern, dass dieses Wissen auch rausgeht. Und deswegen habe ich mich auch so verbunden gefühlt mit eurer Mission, weil mir natürlich die Ausbildung auch ermöglicht, in einem riesen Netzwerk zu sein, Teil eines großen Netzwerks, Teil einer größeren Mission, die viel größer ist als ich selber. Und das finde ich schön, weil alles, was ich nicht weiß, wissen auf jeden Fall meine Kollegen. Ja, ich habe jetzt einfach, wo ich sagen kann, der ist Experte in Entgiftung, der andere in dem. Und das gibt mir einfach einen viel größeren Wirkungsradius. Und ich weiß noch, damals hat mich ja Manuel angerufen
Ich hatte mich beworben auf einen Platz bei euch. Da fand ich zum Beispiel auch schön, ich soll dir auch die Werte nennen. Warum will ich das machen? Mein Warum? Und dann hat er mich angerufen und hat mich gefragt. Und das war so nach 5 Minuten klar, das passt einfach, weil sich das so gedeckt hat mit dem, was ihr auch macht. Und ich finde es so wichtig, dass dieses Wissen rausgeht. Und wir alle können einen Impact setzen. Wir alle können was verändern. Es müssen nicht immer diese riesengroßen Schritte sein. Aber jeder kleine Schritt zählt und wir können uns vernetzen. Wir müssen nicht alles alleine machen. Und ich habe mir deswegen zum Beispiel sehr gute Hersteller gesucht, die das in dritter Familiengeneration machen. Die kennen sich also sehr gut mit Feindosierung aus. Welche Naturstoffe verstärken ihre Wirkung gegenseitig und welche schwächen sich ab? Weil das Problem ist für viele, Timo, der Markt ist voll mit Nahrungsergänzung. Es ist halt so ein Trendthema, Selbstoptimierung und noch mehr Energielevel. Aber ich finde, für mich ist das schon ein sehr achtsames Thema, wo wir auch eine große Verantwortung haben, auch als Marken, als Inhaber, weil wir dafür Sorge tragen müssen, dass das, was derjenige dann zu sich nimmt, hochrein ist, frei von jeglichen Schadstoffen. Wir haben immer noch das Problem, dass in vielen Nahrungsergänzungsprodukten Titandioxid, Magnesiumstearat drin sind. Es gehört dort nicht rein, es ist krebserregend, es ist nicht gut. Der Körper muss es irgendwie wieder abbauen. Und auf der anderen Seite haben wir auch niedrige Dosierungen, ja. Und ich finde, es ist in unserer Verantwortung, den Leuten da draußen auch wirklich Qualität zu bieten. Und deswegen hat es auch ein bisschen länger bei mir gedauert. 2 Jahre habe ich gebraucht, um das alles mit meinem Bruder da jetzt aufzubauen. Aber es ist halt für uns so ein Herzensprojekt. Und dann kommt auch noch Hautpflege dazu. Alles komplett clean beauty, frei von Mikroplastik, frei von Silikon, Mineralölen. Auch ein wichtiges Thema, was viele nicht wissen. Die Kosmetik ist oft auch mit bedenklichen Inhaltsstoffen gefüllt, mit Weichmachern, die unsere Haut überhaupt nicht gut tun. Das wirkt zwar erstmal angenehm, macht ein angenehmes Hautgefühl, aber es schwächt unsere Haut, es macht sie angreifbarer und es sind vor allem auch Stoffe, die im Körper nicht abgebaut werden können. Denn unsere Haut ist semipermeabel, halb durchlässig und alles, was wir da drauf schmieren, geht zu einem gewissen Teil auch rein im Blut. Also wir müssen also wirklich schauen, dass wir ganzheitlich arbeiten, dass wir schauen, was braucht unser Körper und wie können wir die Schadstoffbelastung reduzieren. Ja, wir schaffen es nicht ganz, aber wir wissen mittlerweile, dass wir extrem belastet sind von Umweltgiften. Mikroplastik, ein Riesenthema. Ich meine, welches Organ soll das abbauen? Die Leber. Und diese ständige Belastung auf unseren Körper, davon bin ich wirklich überzeugt, ist auch ein Grund dafür, warum wir eine Zunahme an Unverträglichkeiten haben. Allergien, Autoimmunerkrankungen, Krebs. Ja. Kannst du mal so ein paar Beispiele geben, wo Menschen sowas finden und wie sie es dann auch vermeiden können? Es ist natürlich ein riesen Dschungel an Produkten da draußen, viel Marketing. Also ich meinte jetzt im Prinzip die Gifte, ja. Ja, auf jeden Fall auch in der, also ich fand, ich habe das zum Beispiel auch sehr schön in der Epigenetik-Ausbildung gemacht, dass ihr die Gifte auch mal wirklich benannt habt, Glyphosat, ganzen Toxine, wir haben Pestizide, Herbizide und selbst bei Bio müssen wir immer dran denken, ganz einfaches Beispiel, du hast zum Beispiel ein Biofeld, alles cool, es wird sich an die Regeln gehalten, alles frei von Schadstoffen, aber wenn das benachbarte Feld mit Toxinen oder mit Herbiziden und Pestiziden bearbeitet wird oder sagen wir mal mit irgendwelchen Düngern, die da nicht hingehören und es kommt ein Windhauch, was passiert dann mit diesen Stoffen? Wo wehen die hin? Wehen die vielleicht auch aufs Biofeld? Wir haben also wirklich ein Problem, dass wir ganzheitlich was ändern müssen. Die Produkte müssen sich verbessern, die Qualität muss da sein für die Kunden, also einfach eine gewisse Lebensmittelsicherheit. Und auf der anderen Seite müssen wir aber auch im größeren Radius denken, dass wir sagen, wie können wir es eigentlich wieder schaffen, dass wir unsere Natur auch gesunden, dass wir auch wieder hochwertiges Obst und Gemüse haben. Denn ich bin auch kein Freund davon, Kapseln zu schlucken. Ja, ich habe auch keine Lust. Ich würde am liebsten alles auf ganz natürliche Weise über Obst und Gemüse abbilden. Aber unsere Böden sind entmineralisiert. Das ist schon das erste große Problem, was wir haben. Wir haben eine Überpflanzung der Böden. Und dadurch, wenn die Pflanze wächst, kann sie gar nicht mehr das aufnehmen an Mineralstoffen und Vitaminen, was sie vielleicht noch vor 50 Jahren konnte. Das heißt, von Haus aus stimmen diese Werte nicht mehr im Obst und Gemüse, was immer noch so ausgegeben wird. Dann kommt noch Lagerhaltung dazu, lange Transportwege. Dann hast du schon mal viel Verlust an Vitaminen und Mineralstoffen. Und das größte Problem ist Stress. Denn Stress ist ein großer
Räuber an Vitaminen und Mineralstoffen, habe ich bei euch gelernt. Und das führt dazu, dass die Vitamine und Mineralstoffe, die wir zu uns nehmen, an anderer Stelle im Körper fehlen. Das heißt, wir müssen also mehr zu uns nehmen, wir müssen supplementieren, damit wir überhaupt ein gewisses Level erreichen können, dass wir auf jeden Fall schon mal eine Prävention haben an Mangel, aber auch dafür sorgen, dass der Vitamin- und Mineralhaushalt an unsere Lebensweise angepasst wird. Mhm. Ja. Ja, ich finde es sehr spannend, was du sagst. Es hat ja so verschiedene Ebenen. Also es hat ja einmal die kollektive Ebene, die hast du auch schon angesprochen. Dann hat es die individuelle Ebene. Also ich muss schauen, sozusagen, um mich gesund zu halten, dass ich genug Vitamine, Mineralien etc. bekomme, Mikronährstoffe. Mhm. Und das Interessante ist ja, dass wir es kollektiv geschafft haben, sage ich mal, unsere Umwelt so zu gestalten, dass sie einmal immer mehr vergiftet wird. Wir haben 2000 Gifte mehr wie noch vor, weiß ich, einigen Jahren. Gleichzeitig die Entmineralisierung, das heißt, dass wir deutlich weniger wichtige Stoffe in unserem Obstgemüse haben, die wir früher noch hatten und dadurch auch viel weniger aufnehmen, wenn wir dieses Obst und Gemüse oder die pflanzliche Nahrung dann zu uns nehmen oder auch tierisch. Und das hat natürlich zur Folge, dass wir jetzt schauen müssen, wie können wir auch das substituieren, wie können wir schauen, was braucht der Körper in diesem Moment, welche Kofaktoren brauchen verschiedene Kreisläufe, ist dann auch praktisch zu uns zu nehmen in einer guten Qualität und gleichzeitig langfristig aber zu schauen, als Gesellschaft oder als, sag ich mal, als, eigentlich als Menschheitsfamilie zu gucken, okay, wie kommen wir eigentlich wieder zurück zu einem Umfeld, das uns artgerecht ist, dass für den Menschen oder für die Tierwelt, für die Natur da draußen einfach eine Grundlage bietet, in der wir in Balance leben können auch. Was ich interessant finde, genau, du machst ja im Prinzip, du unterstützt ja Menschen zum einen eben dabei, über hochwertige Produkte in der Nahrungsergänzung eben diese Faktoren, die dann eben vielleicht auch fehlen, die nicht mehr so vorhanden sind oder die Menschen auch spezifisch benötigen, dann auch zur Verfügung zu stellen. Inwieweit fließt denn da so die Epigenetik mit ein für dich? Ja, tatsächlich habe ich mir die ganzen Dr. Sinclair Bücher immer wirklich inhaliert, kann man sagen, weil ich es so spannend fand, weil er ja jahrzehntelange Forschung da auch schon betrieben hat in dem Bereich Langlebigkeitsforschung, Reverse Aging. Wie können wir also unsere Zellen schützen und auch dazu bringen, dass sie wie eine junge Zelle denkt und arbeitet? Und natürlich hat es auch was mit Selbstoptimierung zu tun, aber ich habe all diese tollen Naturstoffe, diese Power, die uns die Natur bietet, wie beispielsweise Resveratrol, ein toller, entzündungshemmender, antioxidativer Pflanzenstoff, ein Polyphenol, was unseren Darm aufbaut, was aber auch unsere Zellen schützt, was genauso auch toll für die Haut ist, was uns auch ermöglicht, dass die Zelle wie eine junge Zelle agiert, aber auch genauso NMN, also so spannende Themen. Und ich habe wirklich angefangen, erstmal zu schauen, was sind so die hochpotenten Pflanzenstoffe wie Kurkuma, Weihrauchextrakt, aber auch die adaptogenen Pflanzen, Rhodiola, Ashwagandha, was können die für uns abbilden? Weil wir vorhin so über Stressmanagement geredet haben, zum Beispiel Rhodiola rosea ist eine tolle Pflanze, die in der Lage ist, wie ein inneres Stressmanagement im Körper zu gewährleisten. Es ist gut gegen Angstzustände, wenn man ein bisschen depressive Verstimmungen hat, wenn man einfach ein bisschen außer Balance geraten ist. Und man braucht etwas Natürliches, was die Entspannung fördert, aber uns auch wieder ins Gleichgewicht bringt. Und ich habe mir das alles so angeschaut, habe mir auch da Bücher natürlich geholt, habe bei euch viel gelernt und das lasse ich alles in die Produkte einfließen. Wir haben zum Beispiel ein Schlafprodukt, das ist mit Melatonin und eben diesem Rhodiola rosea aus Sibirien. Das ist eine extrem widerstandsfähige Pflanze und die hat bestimmte Wirkstoffe in sich, Rosavins und Salitroside, die in der Lage sind, wirklich innerlich für einen Ausgleich zu sorgen. Und die Depressionen nehmen einfach zu bei den Menschen. Burnouts nehmen zu. Die Menschen sind außer Balance und es ist halt für mich ein wichtiges Anliegen, dass es natürliche Methoden gibt, wo man eben nicht einfach nur zum Arzt geht. Ärzte sind wichtig. Definitiv brauchen wir. Aber viele haben das gar nicht im Studium dabei gehabt, Nutri-Epigenetik. Die können uns da gar nicht bedienen oder beraten, es sei denn, die haben einen extra Kurs in der Richtung gemacht. Und das ist einfach die Wahrheit, mit der wir konfrontiert sind. Plus, die Ärzte haben auch kaum Zeit. Die Praxen sind voll. Du kriegst meistens gar keinen Termin. Und deswegen werden natürlich auch Heilpraktiker wichtig, Epigenetik und Gesundheitscoaches. Was wir sagen können, wir haben eine Anlaufstelle. Und ist genauso mit Melatonin. Melatonin ist ein super Entgifter.
Es ist nicht nur unser Schlafhormon, es ist weitaus mehr. Es ist super wichtig für unser Gehirn, weil wir nachts entgiften. Unser Gehirn reinigt sich in der Nacht. Es festigt die Informationen des Tages und die werden dann natürlich gespeichert und als Gedächtnis eingeprägt. Und Melatonin ist super für die Zirbeldrüse, ist super fürs, wie gesagt, Entgiften. Und in Kombination mit Pflanzenextrakten tust du dir wirklich was Gutes. Und du glaubst gar nicht, wie viele Schlafprobleme haben. Durch Stress, durch Autoimmunerkrankungen. Und so haben wir mit unserem Team uns wirklich zum Ziel gesetzt, problemfokussiert Lösungen zu schaffen. Und natürlich kann ich durch die Epigenetik und durch mein Netzwerk dann auch die Kunden beraten. Ja, dass sie da eben nicht einfach nur alleine gelassen werden. Ich hatte jetzt erst vor kurzem einen tollen Friseur aus München, ziemlich hohes Stresslevel, arbeitet immer bis 21 Uhr. Der war chronisch erschöpft und müde, war gar nicht mehr in seiner Power, hat auch an Lebensfreude verloren. Und den haben wir mit ganz einfachen Mitteln helfen können. Magnesium hat gefehlt, B-Vitamine haben gefehlt, hat Vitamin D, Kreislauf war Katastrophe. Und mit diesen einfachen Methoden, nach 2 Wochen war der wieder gut drauf. Schön, ja. Und konnte es selber nicht glauben. Er hat noch nie vorher Nahrungsergänzung genommen, da kannte das gar nicht. Er hat immer gesagt, Elli, ich weiß gar nicht, was los ist. Ich ernähre mich gesund. Da habe ich gesagt, mein Lieber, das ist schön, aber das reicht vielleicht nicht. Vielleicht hast du so ein hohes Stresslevel, dass dein Körper ein bisschen mehr Unterstützung von dir braucht. Ja. Und das sind immer so schöne Momente, wo ich mich freue und sage, hey, dann kann ich schon Wirkung sein. Ja, finde ich schön. Du hast jetzt sehr viel auch von Naturstoffen gesprochen. Und ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Aspekt, wirklich auch, dass wir uns wieder bewusst werden, wenn es wirklich um Ursachenbehandlung, um Selbstheilung geht. Die größte Intelligenz liegt in der Natur und nicht in chemischen Tabletten. Und ich glaube, diese Differenzierung zu sagen, okay, ich habe hier beispielsweise die Schulmedizin, ich habe die Pharmakologie, ich habe die Natur und ich nehme ja überall das, was vielleicht auch nötig ist, weil auch in der westlichen Schulmedizin sind Operationen etc., Unfallchirurgie und so weiter. Da haben wir ja viele Bereiche, die unglaublich wichtig sind für uns, aber diese Differenzierung da reinzubringen und dieses Bewusstsein auch zu bekommen, wo bediene ich mich auch den richtigen Bereichen und die Natur in der Schulmedizin spielt eigentlich so gut wie keine Rolle. Deshalb finde ich schön, dass du dich mit deiner Unternehmung sozusagen darauf spezialisierst, weil in der Natur liegt der Schlüssel zur Selbstheilung. Und ich glaube, das ist für uns Menschen auch so wichtig, dass wir eben diese Demut vor der Natur wieder gewinnen sozusagen. Also dass uns bewusst wird, nein, nicht wir stehen über der Natur, sondern wir sind der Natur untergeordnet. Und die Natur hat die Intelligenz zu heilen, die wir in unserem Verstand niemals reproduzieren werden können, die wir aber vielleicht zum gewissen Grad genau, also nicht vielleicht, sondern die wir praktisch, unser Körper ist ja Natur, das heißt auch in sich trägt. Das heißt, wenn wir unserem Körper überrichtige Naturstoffe, Kofaktoren, Lebensstil, wieder das richtige Umfeld bieten, dann passiert Selbstheilung von allein, ohne dass wir es tun müssen in dem Sinne. Ja, genau. Und das finde ich ganz schön. Du hast von Anti-Aging auch gesprochen. Mhm. Gibt ja unterdessen auch das Wort Reverse-Aging, also so noch jünger zu werden, wie man schon ist, biologisch. Was ich ganz interessant finde, vielleicht kannst du mal so ein paar Wörter, weil du dich auch damit beschäftigst, zum biologischen Alter sagen. Was ist das überhaupt? Ja. Und was natürlich noch interessant wird, aber das können wir im nächsten Schritt machen, vielleicht auch dafür die Zuschauer nochmal so 3 Tipps, wo du sagst, da kann ich mein biologisches Alter oder mein Anti-Aging oder Reverse-Aging positiv beeinflussen. Ja, sehr, sehr spannendes Thema auch. Reverse-Aging soll natürlich nicht bedeuten, dass wir uns jetzt auf einmal auf Teufel komm raus hier jünger machen müssen. Ich finde, jedes Alter hat so seinen Charme und ich bin dankbar auch für die Reise und für die Erfahrungen. Ich bin jetzt viel mehr bei mir angekommen als wie mit 20. Es geht bei Reverse Aging um etwas anderes. Es geht am Ende darum, es ist ein Teil der Longevity, der Langlebigkeitsforschung zu gucken, wie können wir unsere Lebenserwartung erhöhen im natürlichen Maße und diese Biomarker, die wir im Körper haben, die uns also sagen, wo wir gerade stehen, dass wir die bewerten können, analysieren können und schauen, wo können wir noch optimieren, wo braucht unser Körper noch Unterstützung. Und wie du schon gesagt hast, unser Körper strebt nach Reparatur und nach Heilung. Das ist das Natürlichste, was er macht. Dafür ist er da. Dafür hat er auch alle Tools. Wir müssen nur dafür sorgen, dass wir ihm ein Umfeld schaffen, wo er es auch kann, wo er dann auch seinen Job machen kann. Und das fördert oder fordert uns zu verstehen, was ist ein biologisches Alter? Das heißt, man würde anhand von Daten wie Blutanalyse, Mikronährstoffanalyse, wie schaut es mit den Mitochondrien aus, mit den Zellkraftwerken, dort, wo die Energie passiert, also dort, wo die Magic passiert, wie sieht's da aus? Ist das alles gesund?
Gibt es stille Entzündungen im Körper, die vor sich hinarbeiten? Hat man Autoimmunerkrankungen? Hat man Unverträglichkeiten oder eine Belastung mit Umweltgiften? Ja, kann ja schon mit Amalgam, mit den Zahnfüllungen sein. Und das wird dann bewertet und dann kommt man auf eine Zahl. Das ist das biologische Alter. Und das kann im besten Fall jünger sein, als man selber gerade ist, oder im schlechteren Fall, was meistens leider auch so ist, man ist älter. Und das kann man aber drehen. Das kann man umändern, indem man wirklich mal sich den Invest gibt, einmal so einen wirklichen DNA-Health-Test zum Beispiel zu machen, zum Heilpraktiker zu gehen, zum Gesundheitscoach, sich einmal abholen zu lassen, wo steht man? Dann werden Ziele vereinbart, beispielsweise, okay, wir müssen die Entgiftung verbessern, wir müssen deinen Vitamin-D-Kreislauf optimieren, liebe Elli, wir müssen deinen Magnesiumspiegel wieder in Ordnung bringen. Und mit diesen einfachen Maßnahmen schafft man es wirklich, das biologische Alter Step-by-Step wieder runterzuführen. Aber das ganz Wichtige ist natürlich immer die Ernährung. Die Ernährung in Verbindung mit dem richtigen Wasser. Viele trinken nach wie vor Trinkwasser, also Leitungswasser. Und das tut mir immer im Herzen weh, weil unsere Leitungen, die sind ja teilweise 20, 30 Jahre alt, Timo. I mean, habt ihr euch das mal angeschaut im Netz, wie das ausschaut innen, was da los ist? Und wenn also jemand zum Beispiel jeden Tag Leitungswasser trinkt, schwieriges Thema. Ich kann nur sagen, bei mir hat sich ganz viel verändert, weil ich angefangen habe, hochwertiges Wasser aus Glasflaschen zu trinken. Habe ich früher nicht gemacht, gebe ich zu. Ich filter es Osmoseverfahren, aber ich habe auch ein Wasser, was frei von Fluorid ist, ganz wichtig, und eher mineralarmes, also es ist eher ein komplett freies Wasser, was in der Lage ist, im Körper dann die Vitamine, Mineralstoffe zu binden und eben in die Zellen zu schleusen. Und das ist nur ein Beispiel von vielen. Und diese Longevity und Epigenetik beschäftigt sich natürlich auch in ihren Forschungen damit, wie können wir unsere Lebenserwartung erhöhen und unsere Zellen dazu bringen, wie eine junge Zelle zu arbeiten. Da geht es natürlich auch um Zellteilung, Regeneration, Entgiftung. Am Ende ist die Zelle wie so ein kleiner Mensch, so stelle ich mir das immer vor. Wir haben ganz viele Millionen, Milliarden kleiner Menschen und die brauchen Essen, brauchen ihre Vitamine und Mikronährstoffe, damit sie auch Energie produzieren. Die brauchen Sauerstoff, die brauchen Licht, Sonnenlicht, ganz wichtig, damit es ihnen gut geht. Und durch Stress beispielsweise, oxidativen Stress, werden die Zellen ständig angegriffen. Mhm. Ja, es ist so, als würde man irgendwie den Arm rausreißen, das kann dann bis zum Zelltod führen. Und durch Pflanzenstoffe, durch epigenetische Naturstoffe, sind wir in der Lage, diese Zellen zu schützen, den oxidativen Stress in uns abzubauen. Und der entsteht die ganze Zeit, weil es ist wie ein Nebenprodukt für alle Stoffwechselprozesse. Also wir können das gar nicht verhindern. Aber wir haben eben den Hebel, wenn wir das verstanden haben, Naturstoffe zu uns zu nehmen, die unseren Darm aufbauen. Wenn unser Darm aufgebaut ist, was passiert? Das Immunsystem wird gestärkt. Unsere Haut wird besser, unsere Abwehrkräfte werden besser. Du hattest mich gefragt, die drei wichtigsten Tipps aus meiner Sicht, die zum Beispiel auch dazu geführt haben, dass ich meine Schilddrüsen-Autoimmunerkrankung in den Griff bekommen habe. Anti-entzündliche Ernährung, sprich gemüselastig, viele Naturstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, ganz, ganz wichtig. Basische Ernährung auch damit gleichzeitig, weil wenn der pH-Wert, also wenn wir zu sauer werden, auch unser Blut, ist das eher proentzündlich im Körper. Entzündungen werden angeregt. Es ist für den Körper schwerer, seinen Job zu machen. Und was würde ich noch sagen? Auf jeden Fall auch darauf achten, ganzheitlich, dass wir unser Stress einigermaßen im Griff haben. Gesunde zwischenmenschliche Beziehungen, alles Toxische. Ciao, arrivederci, bye bye. Wirklich in die Selbstliebe gehen, in die Selbstbestärkung gehen und sagen, ich ändere aktiv mein Leben und bleibe nicht in einer Situation, die mich nicht glücklich macht. Gesundheitlich, genauso wie seelisch, genauso wie emotional. Denn ich habe bei euch gelernt, die Body-Mind-Spirit-Connection, alles ist verbunden. Wenn es uns emotional nicht gut geht, hat das große Auswirkungen auf unsere Entscheidungen, die wir im Leben treffen. Die sind dann dementsprechend auch eher negativ behaftet oder aus der Angst heraus. Wenn es uns gut geht, wenn wir in unserer Kraft sind, wenn es uns energetisch gut geht, treffen wir tendenziell bessere Entscheidungen, weil wir nicht mehr in der Angst sind, weil wir klar denken können, weil wir dann logisch, aber auch mit dem Herzen denken. Also Ganzheitlichkeit sozusagen. Genau. Alles ist miteinander verbunden, Geist, Körper, Seele. Und deswegen fand ich auch die Meditation von dir sehr gut. Die mache ich auch, war für mich auch neu tatsächlich, hatte ich vorher nicht so gemacht. Und das ist auch so was, du kannst innerhalb von ein paar Minuten dich wieder erden. Ja, wenn du also einen stressigen Tag hattest, du musst so nicht nach Hause zu deinen Kindern oder zu deinem Partner. Du kannst diese Meditation machen,
kurz wieder runterkommen, vom Stress in die Entspannung gehen, ganz, ganz schnell und bist wieder da. Und das sind doch so die Hebel, wenn wir die beherrschen. Und wenn dieses Wissen rausgeht, sind das einfach wunderbare Werkzeuge, unsere Lebensqualität zu erhöhen, als mehr in der Energie zu sein, für sich selbst, für die anderen. Und deswegen finde ich eben auch Reverse Aging so spannend, Longevity, Epigenetik. Ja, schön. Ich bin sehr gespannt, was da alles noch kommt. Ja, und ich denke, diese Podcast-Folge ist schon mal ein weiterer Schritt, das Wissen rauszubringen. Ja, das stimmt. Genau, kommen wir zum Abschluss. Was mich noch zum Abschluss interessieren würde, ist, was ist denn so deine Vision für die nächsten 10 bis 20 Jahre? Auch eine sehr tiefe Frage. Ich wünsche mir tatsächlich, dass ich mit Alice Springs, mit dem ganzen Netzwerk, auch von Healversity, dass wir noch mehr Wissen rausbringen, jeder einzelne von uns, Menschen bestärken und befähigen, in ihre eigene Kraft zu kommen, sich die Lebensqualität wirklich zurückzuholen, weg von chemischen Medikamenten, das wäre so für mich ein großes Anliegen, Naturstoffe noch mehr zu nutzen, die Hebel, die wir haben, ganzheitlich zu denken, verbunden zu sein mit uns. Und da gehört natürlich auch Selbstliebe dazu, Selbstbestärkung und ein Zusammenleben auf diesem wunderschönen Planeten, wo wir sagen, wir sind in Harmonie, ja. Weil in Harmonie können wir einfach viel mehr bewirken und ich finde, das sind wir auch uns selbst schuldig und auch den Folgegenerationen. Und mit Alice Springs, da gehört natürlich auch Persönlichkeitsentwicklung dazu. Wie können wir uns selbst bestärken? Wie können wir aus dem Negativ-Gedanken-Karussell rauskommen? Was für Möglichkeiten haben wir, wenn wir irgendwelche Skin- oder Health-Challenges haben? Viele leiden ja auch irgendwie unter Hautproblemen oder kommen da nicht weiter, müssen Antibiotika nehmen. Es gibt so viele Themen, wo wir einfach noch mehr Wissen rausbringen. Und das würde mich freuen. Jeder Kunde, der uns schreibt, dem wir irgendwie helfen konnten, das ist für mich so ein Meilenstein, so ein Gefühl da. Ich freue mich da. Weil wenn ich es geschafft habe mit meiner Autoimmunerkrankung, dann kann das jeder da draußen. Ganz einfach. Es gibt keine Grenzen. Wir müssen nur die Hebel kennen. Und eine Möglichkeit ist bei euch, die Ausbildung auch zu machen, die ich wirklich auch empfehle, selbst wenn man sogar nicht mal als Gesundheitscoach arbeiten möchte, einfach dieses wertvolle Wissen zu inhalieren, weil es einfach die eigene Lebensqualität, das Wohlbefinden erhöht und man allein schon im nahen Umfeld sehr helfen kann. Ja. Das schön. Vielen Dank. Das ist doch nochmal ein schönes Abschlusswort, eine schöne Vision, auch was du da draußen bewirken willst. Ich denke, da sind wir absolut auf einer Wellenlänge und haben da sozusagen eine sehr, sehr ähnliche oder wenn nicht auch die gleiche Vision da draußen. Und das aber, das ist ja das Schöne, was ist passiert, dass Menschen sich zusammenschließen, um kollektiv was zu verändern. Das brauchen wir, weil diese reine Selbstoptimierung ist vorbei, die Zeit. Wir brauchen wirklich jetzt die Gemeinschaft, um was zu verändern, um aufzuklären. Natürlich gehört auch die Selbstoptimierung dazu, aber immer gemeinschaftlich, kooperativ, damit wir auch in der Geschwindigkeit was verändern können, denke ich, wie wir es jetzt brauchen, die nächsten Jahrzehnte. Ja. Deshalb vielen Dank, Elli, dass du vorbeigekommen bist. War ein sehr spannender, inspirierender Podcast, eine schöne Folge. Und ja, für dich da draußen, wenn du zugehört hast, ich hoffe, es hat dir genauso gefallen wie mir und wir werden uns dann in einer weiteren Folge wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank. Das war es für diese Folge von Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Healversity. Wir hoffen, dass du einige faszinierende Einblicke gewonnen hast. Wenn dich die Epigenetik genauso fasziniert wie uns und ein Teil einer neuen Gesundheitsbewegung werden möchtest, dann informiere dich über unsere Epigenetik-Coach-Ausbildung auf unserer Website www.healversity.com. Vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren, um keine zukünftigen Episoden zu verpassen. Danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal auf die Macht der Epigenetik.